Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gran Turismo 5, die 24 Stunden vom Nürburgring. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon wunderbar gesehen, dass jetzt langsam die Nacht zu Ende geht, dass die Sonne aufgeht und auch in diesem Teil hier werden wir also die ersten Morgenstunden erleben. Sieht wirklich schön aus, an manchen Ecken sieht man hier wirklich wunderbar, wie die Sonne langsam hochkommt. Und ja, ich habe mir auch heute mal wieder Verstärkung mitgebracht, nämlich den altbekannten Smedyline. Stirbt das Feld! Hallo! Genau, und den Andi89. Grüß Gott! Ja, wo wir gerade bei Andi89 sind, ja, hat ja jetzt auch am gestrigen Sonntag die, ja, GCHD N24 GT3 World Series gewonnen, also da auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem Weltmeistertitel. Herzlichen Glückwunsch! Ja, danke, und nochmals danke. Ja, gerne, also hast da wirklich eine tolle Leistung geliefert. Das ist also ein Rennen vor dem finalen 10. Lauf schon die Meisterschaft für dich entschieden. Für alle, die ein bisschen später hier zu GCHD gekommen sind, das ist eine, ja, Meisterschaft, die ich online ausgetragen habe mit Smedyline und anderen Leuten zusammen und über das ganze Jahr lief und jetzt also auch ein Weltmeister hat, den ersten GCHD-Weltmeister. Und ja, dazu werdet ihr auf jeden Fall am Freitag nochmal etwas sehen. Da wird nämlich nochmal eine neue Folge des GCHD N24 GT3 World Series, langer Name, Magazins erscheinen. Das wird natürlich wieder mit Smedyline und natürlich auch dieses Mal mit Andi89 sein. Also dort dann nochmal. Ja, der war schon zwei, dreimal dabei. Ich glaube, das ist einmal. Oder einmal? Ne, ich glaube zweimal. Zweimal hast du schon ein Interview gegeben. Ich glaube nämlich auch zweimal. Oh, mein Gedächtnis. Ja. Wo es dir am Gedächtnis mangelt, da hast du den Speed. Und das auf jeden Fall am Freitag, für alle, die da Interesse dran haben, schaltet da mal rein. Ja, und weil wir jetzt hier gerade so schön in den Morgen fahren, könnt ihr hier auch einfach mal ein bisschen die Aufnahmen genießen. Und nebenbei erzählen wir euch auch noch mal ein bisschen was über andere Projekte. Nämlich, ja, ist YouTube ja sehr vielseitig und eben auch wir sind sehr vielseitig und haben dementsprechend auch vielseitige Projekte. Und ja, der Smeddy, der wollte auch noch mal gerne seine Projekte hier mal ein bisschen vorstellen. Schaut euch die auf jeden Fall mal an, er hat nämlich einiges im Angebot. Ja, zurzeit läuft eben bei mir gut wie jeden Tag eigentlich was. Ist dabei zurzeit in der Mache Mirror's Edge. Dann haben wir Alone in the Dark, ist jetzt das frischeste Projekt. Devil May Cry 2. Dann haben wir noch Let's Play Far Cry 3, dann Far Cry 3 Coop mit Cannelloni gemeinsam. Dann lass mich kurz noch überlegen. Ach Gott, so viele Videos. Ne, ich glaube, das war schon gewesen, ne? Ja, das ist ja schon noch ein ganz schön großes, umfangreiches Programm. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ich schaue da auch immer rein. Macht auf jeden Fall Laune, sich das anzuschauen. Ja, und auch Andi89, du bist ja auch YouTuber. Du produzierst ja auch schon seit längerer Zeit Videos. Auch wirklich gute zu F1 2012. Und ja, jetzt seit kurzem machst du auch GT5 Videos. Und zwar, ja, machst du da Setup-Guides. Ja, erklär doch einfach mal so ein bisschen, was du da so machst. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Das lohnt sich richtig, weil der Mann eben Weltmeister geworden ist in der Meisterschaft und da haben wahrscheinlich seine guten Setups auch gut zu beigetragen. Ja, ich meine, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn man mal so anfängt mit Rennspielen, auch vor allem mit Online-Spielen, dann fühlt man sich erstmal hoffnungslos überfordert, weil die alteingesessenen fahren einen ja doch ziemlich um die Nase und um die Ohren. Und eben für diejenigen bin ich auf die Idee gekommen mit den Setup-Guides, weil ich da jetzt eben selbst doch einiges mittlerweile ausgetüftelt habe. Und gerade jetzt zum Ende von GT5 dachte ich, kann man da auch mal ein bisschen was von den Geheimnissen preisgeben. Und auch, je nachdem, das ist ja alles erst jetzt noch im Aufbau, ich hatte jetzt gerade mal zwei Folgen rausgebracht, ich spiele auch mit dem Gedanken, das für GT6 dann auch entsprechend fortzusetzen, nur auch dem dann alles seine Zeit.
Weil es steckt schon einiges an Tüfte leider dahinter. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, definitiv. Also, und es ist auch wirklich sehr effektiv. Ich habe auch schon direkt nach dem Rennen, gestern am Sonntag, schon eine Mail gekriegt von einem, der mitgefahren ist, der wohl auch dein Setup verwendet hat. Und der war da sehr zufrieden mit, weil du ja auch direkt zu den Veranstaltungen manchmal diese Guides halt dieses Mal rausgebracht hast. Also auf jeden Fall sehr nützlich und solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Der Link natürlich auch wieder in der Beschreibung unten. Und ja, sprechen wir auch nochmal über die Meisterschaft. Ja, das bringt jetzt hier, passt jetzt zwar nicht ganz so gut zu dem Rennen hier, aber ja, du hast ja auch sehr viele Rennen gewonnen. Jetzt die Frage natürlich, ob du auch noch den letzten Lauf bestreiten wirst, wo du schon Weltmeister bist. Ja, eigentlich ist es ja klar, wenn man zum Rennen antritt, dann will man auch die bestmögliche Position erreichen. Und ja, gehe ich auch ins letzte Rennen natürlich rein mit dem Willen, den Sieg zu holen. Beim letzten muss ich mich auch kein bisschen mehr zurückhalten, weil man schaut natürlich schon in gewisser Weise in den letzten Rennen, wenn die Meisterschaft noch offen ist, darauf, dass man auch die nötigen Punkte einfährt und nichts wegschmeißt. Und ich denke, da können wir schon im letzten Rennen nochmal volle Offensive gehen. Na, das hört sich ja wunderbar an. Wir werden ja auch nochmal, auch am Ende der Saison, nochmal einen kleinen Rückblick zu allen Rennen kriegen. Das wird nämlich der gut alte Smedyline machen. Du hast da auch ein bisschen was geplant. Kannst du ja auch mal ein bisschen erklären, was uns da erwarten wird. Ja, uns wird erwarten mit Ende der Meisterschaft, sprich nicht direkt. Das letzte Replay, dann mache ich auch noch. Die ersten Aufnahmen werden allerdings schon früher vonstatten gehen. Es wird ein Highlights-Video über die Saison geben, ein Highlights-Video, eine kleine Zusammenfassung habe ich vor, dass ich bin schon sehr gespannt, inwiefern das Ganze gut oder bescheiden werden wird. Muss ich mal gucken, wie eben das Ganze dann ausfällt und gesagt, wie lange das Ganze in etwa dauert von der Produktion her, aber ich schätze mal, dass es Ende November, Anfang Dezember in etwa kommen wird, also ein bisschen, ein, zwei, drei Wochen nach dem letzten Rennen, ein bisschen noch Zeit dabei, soll ja nicht einfach dahin geklatscht sein, sondern soll ja auch seinen Sinn und Zweck erfüllen, sag ich mal. Definitiv und ich hätte jetzt fast denitiv gesagt, weil ich das oft höre. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ihr könnt auch ruhig gerne mal Smedys Kanal verfolgen, da wird das dann irgendwann, wie gesagt, erscheinen. Also der Einlauf ist, wie gesagt, noch im November. Ja, und dann ist die Meisterschaft vorbei und nächstes Jahr wird dann auch nochmal durchgestartet mit Gran Turismo 6, mit einer neuen Meisterschaft. Ja, die dann auf jeden Fall richtig gut werden wird. Die ist schon seit längerer Zeit in Planung mit GCG zusammen. Und ja, das wird auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Wir planen schon lange an diesen Sachen, tüfteln dabei rum. Und ja, ihr könnt auch gerne nochmal auf der GCG Homepage vorbeischauen. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch interessante Sachen zu den Meisterschaften. Dort sind auch übrigens, da ist auch die GCHD N24 GT3 Meisterschaft auch auf die Seite integriert worden. Also eine sehr schön gemachte Seite, auch mit einem kleinen Forum. Guckt doch dort auch mal vorbei. Ja, und diese Woche wird übrigens auch auf meinem Kanal ein bisschen mehr kommen. Ich werde ein paar Videos mehr machen als sonst und auch am Samstag ein neues Let's Test bringen. Und zwar zu einem PSN-Titel namens Brothers. Ja, ist ein kleines, schön gemachtes Spiel. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Solltet ihr euch mal angucken, ist mal ein bisschen was anderes. Und ansonsten, ja, natürlich werden die anderen Parts wie immer auch erscheinen. Grid 2 wird heute leider nicht kommen, sondern morgen dafür. Da gab es bei mir ein kleines zeitliches Problem. Ansonsten fahren wir mal hier weiter. Ja, wir sehen, wir sind jetzt auch weiter in der Dämmerung unterwegs. Es ist jetzt fast komplett hell überall. Wir sehen immer mal wieder die Sonne im Hintergrund. Macht wirklich einiges aus. Und ja, da auch mal meine Frage nochmal an Andi89. Bist du auch schon mal Langstreckenrennen gefahren? Also, dass du Langstreckenrennen gefahren bist, weiß ich zumindest online. Aber auch hier in GT5, diese KI-Rennen. Bist du die schon mal gefahren?
Nee, zugegebenermaßen bin ich die noch gar nicht gefahren, weil mir ehrlich gesagt da doch ein bisschen die Motivation gefehlt hat, weil ja, die KI-Gegner sind einfach nicht das, was jetzt die Gegner sind, gegen die ich online fahre. Und ja, bisher hat sie es einfach noch nicht ergeben, beziehungsweise wollte ich auch noch nicht wirklich die Zeit finden, da die Zeit, ja, Zeit. Die Zeit zu Typischer investieren. Versprecher, ja, die Zeit zu investieren und deshalb, ja. Ja, ist Wie klar. gesagt, hat sie einfach nicht ergeben. Ja, stimmt. Also die KI-Gegner sind wirklich nach wie vor nicht die schlauesten. Wir haben hier jetzt auch mittlerweile schon eine Runde Vorsprung und ein gutes Polster. Ja, also viele Informationen hier übrigens gerade für euch in diesem Video. Jetzt kommen wieder eine dazu. Was Langstrecke online angeht, wird auch nächstes Jahr in GT6 von mir einiges angeboten werden. Ich möchte nicht nur diese Langstreckenprojekte für euch übertragen, sondern auch mit euch welche fahren. Also eine 500-Kilometer-Serie ist geplant mit Renndistanzen über 500 Kilometer pro Rennen. Also ganz schön, das wird eine ganz schön lange Distanz. Da geht man so von 2,5 bis 3 Stunden aus. Also für alle, die dieses Thema noch mehr reizt, ja. Sollten dranbleiben, dort wird es auf jeden Fall Anfang 2014 neue Infos zu geben. Und hier jetzt, wo wir hier gerade die Fuchsröhre runterfahren, sieht man auch wunderbar, wie da hinten am Horizont die Sonne gerade aufgeht. Wirklich schöne Aufnahmen. Und ja, gerade Adenauer Forst, eine schwierige Stelle. Ja, eine mit der schwierigsten, finde ich. Wie siehst du diese Stelle denn, Smeddy? Ja, Adenauer Forst, wie du schon sagst, recht schwierig zum Fahren. Schöne Stelle wie auf der Nordschleife. Wie kann man da das noch groß umschreiben, beschreiben? Hast du einen bestimmten Trick oder fragen wir mal Andi, hast du einen bestimmten Trick, wie du die Kurve fährst oder was kann man raten? Du hast mich jetzt genau an meinem wunden Punkt erwischt. Muss ich gerade mal kurz nachgucken. Ich lerne es immer wieder neu. Das ist ja das Tolle. Ich lerne es immer wieder neu zu jedem neuen 24-Stunden-Rennen, das ich jedes Jahr sehe, die ganzen Streckenabschnitte. Nur mittlerweile ist ja schon ein halbes Jahr vergangen, wiederum. Und da vergesse ich es auch mal gern. Ja, gut, okay. Deshalb muss ich mich gerade neu informieren. Passt schon, passt schon. Ja, okay, dann lassen wir einfach diesen Streckenabschnitt mal außen vor. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Ja, ich meine, ihr seht ja, ihr Zuschauer, ihr seht ja diesen Streckenabschnitt auch immer wieder bei mir und könnt ihr euch ja auch ein bisschen erahnen, wie man den gut anfährt. Muss ein bisschen außen bleiben und schon früh einlenken, das ist ganz gut immer. Und ja, ach übrigens, was ich auch noch sagen wollte, noch eine Information, und zwar wird am Freitag, dem, muss man kurz auf den Kalender gucken, 25.10. auch mal wieder ein kleines Rennevent hier stattfinden. Und zwar um 20:45 Uhr startet das, und zwar die GCHD Roof RGT Supercup. Das ist ja so eine kleine Minimeisterschaft mit 8 Rennen. Roof RGT ist das einzigste Fahrzeug, was zugelassen ist. Und ja, da könnt ihr gerne alle teilnehmen, müsst euch da einmal für anmelden. Aber ich glaube, dazu werde ich auch noch mal im Laufe der Woche ein kleines Video bringen, wo ihr euch dann anmelden könnt. Ja, ansonsten Motorsportsaison neigt sich ja jetzt leider auch dem Ende zu. Am Wochenende, am Sonntag, war auch noch mal das letzte DTM-Rennen, das Finale in Hockenheim. Toller Sieg für Timo Glock übrigens. Und ja, die Bedingungen waren ziemlich schwierig. Es war sehr nass. Und ja, ich bin auch gespannt, wie in GT6 sich das Wettersystem so verändern wird im Gegensatz zu GT5. Das GT5-Wettersystem hatte ja auch so seine Schwierigkeiten. Ja, wie siehst du denn das so, Smeddy? Was würdest du denn am Wettersystem gerne anders haben? Ich würde GT6. am Wettersystem gerne anders haben, dass es öfter umschlägt. Das ist nicht entweder du startest im Trockenen und fährst im Trockenen durch, oder du startest im Trockenen und es regnet und du fährst dann eh im Regen durch, sondern dass man wirklich sagt, wenn man jetzt eine Stunde, 1,5 Stunden fährt, dass es zum Beispiel, ich weiß nicht, zwischendurch ein paar Schauen mal gibt, einmal hier, einmal da. Oder wenn sie zum Gehtnimmer hier kurze Zeit aussetzt oder eben für ein paar Runden, sage ich jetzt mal,
Was noch relativ geil wäre, sage ich jetzt mal, in Spa, das ist ja auch eine Strecke, die was nicht allzu tief liegt, ne? Hatten wir in GT4 schon mal, dass es geschneit hat, allerdings dann via Nässe war, dass man eventuell eben auch die Strecke von trockenem Zustand in den Schneezustand, sage ich jetzt mal, in eine weiße Fahrbahn verwandeln könnte. Vom Wettersystem her. Und eben Beständigkeit und eventuell ein bisschen mehr Abwechslung, sage ich jetzt mal. Passt. Tja, es wäre auf jeden Fall cool. Also das sehe ich auch so. Also das ist wirklich mit der Beständigkeit doch nicht ganz so besonders schön. Ja, Andi, wie siehst du das? Wie findest du denn das Fahrverhalten in der Nässe in GT5? Denkst du, das ist realistisch oder? Oh ja, ich denke schon, das ist relativ realistisch gehalten. Wenn man das heute, beziehungsweise gestern im DTM-Rennen verfolgt hat, da hat man auch schon schön sehen können, wie die Autos teilweise gewaltig am Kämpfen waren. Und wenn man das bedenkt, beziehungsweise wenn man das mal vergleicht mit GT5, sieht schon relativ ähnlich aus, wie man so mit dem Gaspedal sensibel umgehen sollte. Auf jeden Fall. Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr realistisch gehalten.